Zufallsbekanntschaft. Roman von Ralf H., gelesen von Ralf H. Kapitel 9. Es war nach 3 Uhr, als Roland und Klaus im Auto saßen und durch die dunklen Straßen fuhren. Nur ein einziges Mal sahen sie einen Passanten, der allerdings gehörige Probleme hatte, seinen Weg zu finden. Danke. Kein Problem. Jede Minute ohne Andrea schien Klaus vergeudete Zeit zu sein. Aber trotzdem kannte er seine selbst auferlegten Pflichten und dazu gehörte, den Freund nach Hause zu fahren. Kehrst du nachher zu ihr zurück? Aber natürlich. Was soll ich in meiner Wohnung? Das meiste Zeug habe ich doch inzwischen bei ihr. Verstehe. Einige Kilometer saßen sie schweigend nebeneinander. Roland, seinen Gedanken nachhängend, Klaus auf die Straße achtend. Dann, nette Leute, sprechen, um die Stille zu durchbrechen. So vieles lag in der Luft, so vieles blieb ungesagt, weil es unbedeutend schien oder in einen Bereich gehörte, der nicht besprochen werden konnte. Ja, Klaus lächelte. Natürlich, es sind ja Andreas Freunde. Entschuldigung, dass ich das vergaß. Bist du sauer? Nein, wie kommst du darauf? Hörte sich so an. Etwas abbremsen, in den zweiten Gang herunterschalten. Ganz sicher nicht, aber Gas geben, wieder hochschalten. Da war eine Frau. Nicht nur eine, lass mich raten. Du stehst doch so oft blond, warte mal. Ja, Eva, die Blondine mit dem lockigen Haar bis zum Hintern runter. Sieht gut aus. Wäre genau dein Typ, habe ich recht? Nein. Dann ist es die andere, die mit dem kurzen Haar. Ich meine die, die keine Unterwäsche anhatte. Ist dir doch sicher aufgefallen. Ja, siehst du, ich wusste es. Aber sie ist es nicht. Nicht? Aber wer dann? Sag bloß. Er ließ die weiblichen Gäste vor seinem geistigen Auge Revue passieren, ohne eine weitere Übereinstimmung mit Rolands Geschmack feststellen zu können. Nein, ich komme nicht drauf. Wer? Sie ist nicht besonders groß und hielt es kaum 2 Sekunden an einem Fleck aus. Sabine? Weiß nicht, ich kenne den Namen doch nicht. Doch, doch, das ist Sabine. Er betätigte den Blinker. Sabine, so. Netter Name. Klaus warf einen Blick auf seinen Freund, der über den Namen nachzudenken schien, verpasste die Zufahrt zu der Straße, in der Roland wohnte, bremste, schaltete in den Rückwärtsgang und ließ einige Meter zurückrollen, um seinen Fehler zu korrigieren. Klaus wartete darauf, dass Roland noch etwas sagen oder fragen würde, aber der Freund schien das Thema bereits wieder abgehakt zu haben. Vor dem Haus hielt Klaus an. Die beiden Männer verabschiedeten sich voneinander, dann fuhr Klaus weiter, noch während Roland die Haustür öffnete. Roland und die Frauen, ein Thema für sich. Seit Henry Higgins hatte es keinen größeren Frauenhasser mehr gegeben. Nicht, seit er an jenem schwarzen Montag zu der Überzeugung gelangt war, dass Frauen entgegen aller gegenteiligen Behauptung zu romantischen Gefühlen nicht fähig waren. Im Endeffekt zählten für Frauen immer nur Geld und Macht. Nein, Roland konnte unmöglich an Sabine interessiert sein. Sonst hätte er sich doch nach ihrer Telefonnummer erkundigt. Für Roland musste doch klar sein, dass Klaus sie kannte oder in Erfahrung bringen konnte. Was Andrea wohl zu dieser Entwicklung sagen würde?